Danke, Herr Präsident, Hohes Haus, Frau Bundesministerin. Ja, die Wirtschaft hat im letzten Jahr enormen Schaden genommen, das haben wir alle erlebt und das hat verschiedenste Gründe, auch der Zickzackkurs der Bundesregierung, das ständige Improvisieren und die überdurchschnittlich langen Schließungen. Aber auch, und das ist mir heute besonders wichtig, weil steuerliche Belastungen schon lange viel zu schwer auf den Schultern der Unternehmerinnen lasten. Und da sage ich Ihnen, auch im Namen aller jungen Menschen in Österreich, das muss sich ändern und es muss sich noch viel mehr ändern. Der Standort Österreich braucht all diese Reformen, von denen meine Vorrednerinnen meiner Fraktion gesprochen haben. Denn auch ohne Krise, denken wir uns einmal die letzten 1,5 Jahre weg, sind diese dringend notwendig. Wir brauchen einen echten Neustart für Innovation und für die Zukunft unseres Wohlstandes. Denn das Morgen dämmert heute schon. Die Unternehmerinnen, die Forscherinnen, die Gründerinnen, die Fachkräfte, die sind schon längst an der Arbeit. Die sind der Grund, warum es noch halbwegs läuft. Die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung bei mir in Oberösterreich, immerhin dem Industriebundesland, die schlummern noch gemächlich dahin. Und das zeigen auch die Zahlen. Schauen wir uns das EU Innovation Scoreboard 2020 an, da ist Österreich auf Platz 8. Das könnte man sagen, na, ist ja eh gut. Aber warum ist Österreich auf Platz 8? Besonders gut ist Österreich in folgenden Bereichen: Forschungs- und Entwicklungsausgaben des privaten Sektors, KMU mit Marketing und organisatorischen Innovationen, öffentlich-private Co-Publikationen und Schutzanmeldungen von geistigem Eigentum. Fair enough. Besonders schlecht, Frau Ministerin, schneidet Österreich aber bei folgenden Punkten ab: innovationsfreundliches Umfeld, schlecht. Impact auf den Arbeitsmarkt, schlecht. Finanzierung und Support, schlecht. Österreich, auch Oberösterreich, wo die Industrie daheim ist, ist nicht unter den innovativsten Regionen der EU. Wir sind unter ferner Liefen, Frau Ministerin. Unter den Top 15 sind wir auch nicht. Das sind andere. Baden-Württemberg, Barcelona, Südniederland, Oxfordshire, Südschweden, Bayern, die sind dort. Und ich frage Sie eines, wo gehen die jungen Talente in Europa oder der ganzen Welt denn hin in der Zukunft? Nach Österreich, wie es momentan ausschaut, nicht. Die Zahlen, Frau Ministerin und Kolleginnen und Kollegen, vor allem von der ÖVP, zeigen im Kontrast zu ihrer meisterhaften Show unbestechlich, dass Wirtschafts- und Innovationspolitik schlicht und ergreifend nicht stattfindet und dass die Politik dabei versagt. Dass die Politik dabei versagt, die Rahmenbedingungen für unser Morgen zu schaffen. Und das erschüttert mich, weil es geht vielleicht noch 5 Jahre gut oder 10 Jahre gut, aber die Jungen, meine Generation und die Generationen danach, die werden es immer schwerer haben am Arbeitsmarkt und im internationalen Wettbewerb, weil sie nur Showpolitik machen. Weil sich die Bundesregierungen seit 2008 ja immer wieder durchaus richtige Punkte in die Programme schreiben, aber sie nicht umsetzen. Weil sich die Bundesregierungen und die Landesregierung bei mir im Industriebundesland Oberösterreich auf alten Lorbeeren ausruhen, während das Morgen schon dämmert. Und das sage ich Ihnen, was jahrzehntelang gut funktioniert hat, das ist ja fast eine Binsenweise, aber Sie scheinen es nicht zu realisieren, das garantiert uns in Zukunft keinen Wohlstand mehr. Es wird durch die digitale Revolution, es wird durch den Strukturwandel innerhalb kürzester Zeit über den Haufen geworfen und viele der Geschäftsmodelle, die die letzten Jahrzehnte gut funktioniert haben, hervorragend funktioniert haben, die werden künftig sofort plötzlich wegbrechen. Neues muss entstehen können und es wurde schon Steyr, MAN, in Oberösterreich angesprochen, da sehen wir das. Das ist ein erster Vorbote dieses neuen Morgens, auf das wir uns einstellen müssen. Die gesamte Region dort war jahrzehntelang erfolgreich und mit viel Wohlstand ausgestattet in der Produktion von Verbrennungsmotoren. Und jetzt steckt sie in der Krise. Und erst jetzt, Frau Bundesministerin, erst jetzt um 11:55 wacht die Landespolitik auf und vielleicht auch einmal die Bundespolitik. Das ist ganz einfach viel zu spät. Und was hier passiert ist, darf nie mehr wieder so passieren. Wir müssen diese Weichen jetzt endlich stellen. Unsere Zukunft, ich komme zum Schluss, unsere Zukunft mit Innovation, mit Wohlstand und mit Nachhaltigkeit braucht jetzt die richtigen Grundlagen. Das müssen Bundes- und Landespolitik gemeinsam anpacken, entlasten, deregulieren, den Innovationsturbo starten und mit der Show aufhören und damit aufzuhören, die Menschen einzulullen und stattdessen endlich wirklich entschlossen einen Neustart mit uns gemeinsam starten. Danke.